60s. In Detroit. Im Detroit der 60er Jahre war es einem geradezu in die Wiege gelegt, dass man am Fließband endete. Da konnte ich mir ein interessanteres Dasein vorstellen. Brothers and sisters, the time has come for each and every one of you to decide whether you are going to be the problem or whether you are going to be the solution. Take out the jams, motherfucker! MC5, die 5 von Motor City. Wenn es Kultgruppen gibt, dann gehören sie auf alle Fälle dazu. Und Wayne Kramer war ihr Gitarrist. Mitten im Vietnamkrieg erfanden sie einen gewaltvollen politischen Rock, der dem damaligen Amerika entsprach. Gar nicht so Peace and Love, wie man es heute gerne glauben machen würde. Diese jungen Amerikaner revoltieren gegen einen Krieg, der sich weit weg von zu Hause abspielt und von ihnen verlangt, für Werte zu sterben, mit denen sie nichts mehr anfangen können. Das Amerika der 60s sagt Nein zu diesem Krieg, so wie diese Veteranen, die sich 1968 ihre Medaillen vor dem Weißen Haus vom Leibe rissen. Zweites Bataillon, 1. Division der Marines. Alle Macht dem Volke. Der Schlüssel war für uns der Vietnamkrieg. Er war das umstrittenste Thema überhaupt. Ich gabelte einen jugendlichen Straftäter namens Fred Smith auf, der Bongos spielte. Und der Zeitungsjunge erzählte mir, er sei Drummer. Das war Dennis Thompson. Und ein paar Blocks weiter wohnte dieser abgedrehte, intellektuelle Bohemian Rob Tyner. Man füge den Bassisten Michael Davis hinzu und erhält einen kräftigen Cocktail, der ab 1965 die Basis für Hard Rock und Punk liefert. Der Sound beeinflusst ganze Generationen von Iggy Pop, Stooges über die Sex Pistols bis zu Techno-Gruppen wie KLF und Daft Punk, die sie sogar noch 30 Jahre nach Kick Out the Jams samplen. Uns ging es nicht um Love and Peace, sondern um Selbstbestimmung und Selbstbehauptung. Wir hatten eher eine Hardcore-Einstellung. Die Hippie-Szene von San Francisco, also Bill Graham, die ganzen Hippie-Bands und so weiter. Als wir zu denen nach Kalifornien kamen, mit dicken Marshall-Verstärkern und Satin-Klamotten, wirbelten wir auf der Bühne herum wie James Brown. Wir drehten voll auf, hüpften auf und nieder und brüllten Kick out the jams, motherfuckers. Das wollten die natürlich nicht hören, sie bekamen es mit der Angst. Es war, als ob MC5 durch die Stadt zogen und riefen, die Fundamentalisten kommen, die Rechten kommen, wacht auf. Der Vietnamkrieg war zwar der Auslöser, aber die politische Linie der Gruppe wurde durch die Rassenunruhen bestimmt. MC5 ist eine der wenigen Gruppen, die es wagen, James Brown auf der Bühne nachzusingen und John Coltrane als Vorbild zu nennen. Nothing. 1968 gründet MC5 unter Leitung ihres Managers John Sinclair die White Panther Party. Sinclair wandert wegen 2 Joints 10 Jahre ins Gefängnis. Huey Newton und Eldridge Cleaver riefen zur Gründung einer White Panther Partei auf. Es hieß, die Black Panthers kämpften für die Schwarzen und jemand müsste auch den Kampf innerhalb der weißen Bevölkerungsgruppe führen. Das war für uns eine Möglichkeit, unsere Frustration auszudrücken und zu handeln, uns zu organisieren. Wir wurden vom FBI observiert, auch von der örtlichen Polizei. Sie schnitten unsere Telefongespräche mit und sie verhafteten uns. Wir hatten viele gewaltsame Auseinandersetzungen mit der Polizei. Man hatte es eben ernst genommen, als wir sagten, wir wollten den Staat zerschlagen. . 1972 löste sich die Gruppe auf. Inzwischen ist Rob Tyner verstorben. Gitarrist Fred Smith, verheiratet mit Patti Smith, verstarb 95.
Wayne Kramer tingelt weiter durch die ganze Welt, brachte 10 Soloplatten heraus, von denen die letzte, Living Like a Motherfucker, ein Live-Album ist. Außerdem produziert er alternative Rockgruppen. Wayne Kramer ist einer der letzten Guitar-Heroes der 60er, die noch in Aktion sind. Könnte es heute eine neue Gruppe wie MC5 geben? This is a multi-billion dollar industry. Diese milliardenschwere Branche wird von 5 multinationalen Konzernen beherrscht, die sich nur für Marktanteile und Profit interessieren. Alles, was die Gesellschaftsordnung in Frage stellen könnte, lassen sie nicht zu. Sie wollen einzig und allein diese kleinen Plastikscheiben verkaufen. Sie interessieren sich weder für die Musik noch für die Message dahinter. Eigentlich ist die Musik ihnen sogar lästig. Am liebsten würden sie Platten ohne Musik verkaufen.